eine viel bessere Idee. Wir sprengen ihn. Ich schlage vor, wir sprengen ihn und dann zertrümmern wir ihn. Und dann jagen wir ihn in die Luft. Hör sofort damit auf zu sagen, was ich sage. Ja, das wäre sicherlich. Ja, wem sagst du das? Ich müsste im Buch der Drachen nachsehen, um ganz sicher zu sein. Ja, gute Idee. Wenn wir recht haben, könnte das eine Menge Ärger bedeuten. Wenn ihr mir nicht auf der Stelle erklärt, was hier los ist, hole ich meine Axt. Keiner rührt das Eis an, während wir weg sind. Dieser Drache könnte noch leben. Und du lässt ihn allen Ernstes von Rhamnus, Tamnus und Rotzbackel bewachen? Schon gut, Vater. Es klingt viel schlimmer, wenn du das jetzt sagst. Doch er ist eingefroren in einen massiven Eisblock. Was kann denn da schon groß passieren? So schlimm ist das doch nicht. Ja, wahrscheinlich merkt Hicks das gar nicht mal. Du träumst wohl. Das merkt er auf jeden Fall. Ja, du hast recht. Das merkt er. Die sind schuld. Hey, der hat unsere Idee geklaut. Ich hab euch gesagt, ihr sollt ihn in Ruhe lassen. Er sprang uns an. Hinterhältiger Drache. Aus einem Eisblock heraus? Ein sehr hinterhältiger Drache. Schön. Ich weiß, wie wir den Kerl ins Wasser locken können, aber das ist super riskant. Hallo, mein Freund. Jetzt sprichst du unsere Sprache. Im Prinzip geht es darum, dass ihr blind in die Wolke fliegt und Kotz so viel Gas ausstößt wie möglich. Aber wird darf es erst entzünden, wenn ihr auf der anderen Seite wieder rauskommt. Hörst du, mein Herz? Es springt mir förmlich in hoher Erwartung aus der Brust. Ich hoffe, dass die Explosion den Kerl aus den Wolken zu ohne Zahl und mir treibt. Dann schicken wir ihn mit einem Plasmastrahl in die Tiefe. Das ist eine Menge Gas. Hast du eine Ahnung, was das für einen mächtigen Knall gibt? Nein. Ich auch nicht. Wie abgefahren ist das denn? Alles klar. Leg los! Du nicht, Wirk. Warte noch ein bisschen. Warte. Warte. Übler. Ratschlage, Ratschlage, bleib, bleib, bleib!